ganz alles. Spannend finde, deine Seminare finden zum Teil auch auf diesen Skisprungschanzen selber statt. Ja. Das, du hast ja beschrieben, es geht ja von unten eigentlich bis hoch zur Schanze. Genau. Was machst du damit? Wir fahren da auch nicht. Also mir war es nicht bewusst. Mein Firmenpartner, der Sven Erich, der hatte das relativ schnell auf dem Schirm, dass so ein Profil von der Schanze eigentlich unser Karriereleiter nennt das immer oder auch unser Lebensweg dann auch mal widerspiegelt. Weil wenn wir zum Beispiel in Garmisch machen wir es immer oft, wenn wir dann unten stehen, sehen wir natürlich, wir wollen alle da hoch. Da hoch. Also der eine oder andere nicht, aber wir nehmen es trotzdem mit. Und wir springen ja nicht, das sage ich im Vorfeld immer. Und dann fahren wir aber nicht hoch, sondern wir gehen hoch. Und wenn wir durch den Radius unten gehen, und so, dann merkt man, das wird schwieriger, es wird anstrengender. Der eine ist natürlich die Sportskanone, der will hochlaufen, der andere pustet schon. Und wenn wir so durchlaufen, merken wir, es ist anstrengend. Und im Hang sehen wir auf einmal das Ziel nicht mehr. Mhm. Ne? Weil dann natürlich der Buckel da ist, müssen wir dem Weg natürlich vertrauen, weil wir haben ja irgendwie, komm, wir gehen da hin und dann gehen wir halt Stufe für Stufe weiter. Irgendwann mal kommen wir an den zweiten Buckel, der so drüber geht. Auf einmal sehen wir wieder unser Ziel, es geht alles leichter. Ja? Und dann ist natürlich immer, eigentlich kommt, das schaffen wir jetzt auch noch, machen wir jetzt noch. Und genau da machen wir halt immer Pause, weil wir immer vergessen, was wir hinter uns haben. Und das sind, die Schanze gibt so viele Bilder mit. Zum einen natürlich, weil die vom Profil her so ist, zum anderen, weil die meisten noch nie an der Schanze waren und die das natürlich, was man neu macht, positiv verkoppeln und natürlich viel länger in sich behalten. Und nach ein paar Gesprächen, was wir so hinter uns haben und so weiter und so fort, auch mal so ein bisschen so sprungtechnische Fragen kommen, dann gehen wir dann eben noch den letzten Schritt und dann stehen wir alle oben, alle freuen sich auch, dass sie nicht springen müssen. Und das ist halt einfach, die Verbindung ist halt dann eben noch mal intensiver. Also ich muss gerade sagen, das Bild ist super. Also jeder, der mal die Chance hat, auf so einer Schanze zu stehen, wer es noch nicht hat, das muss man mal gemacht haben. Also wenn man 100, da oben einmal steht,